neu in der Gegend? Willkommen im Hamburger Hauptbahnhof. Bitte warten Sie auf die Einfahrt Ihres Zuges. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chainsimworld 2, der letzten vor dem neuen Chainsimworld 3. Und wir werden jetzt hier auf unseren Zug warten, der da schon lockerflockig reingefahren kommt. Das heißt, wir werden uns schon mal ein bisschen so in die Richtung hier begeben. Denn wir haben ja natürlich noch was zu erledigen hier im Steuerwagen. Und zwar zeige ich euch sofort. Müssen wir natürlich die Lichter auf Schlusslicht stellen. Na komm. So. Und Wagenbeleuchtung. Nee, komm. Machen wir hier alles dicht. Dann gehen wir mal in die Lok. Zu unserem Arbeitsplatz. Der wunderschöne Hamburger Hauptbahnhof. War ich übrigens auch schon. Ist ein sehr, sehr schöner Bahnhof, muss ich wirklich sagen. So, Tür auf, eintreten, Tür zu, Tür auf, eintreten, Tür zu, eintreten. Ganz wichtig, Zugsicherungssysteme. SIFA ein, PZB ein. Das haben wir soweit. Dann würde ich sagen, sind wir startklar. Tür zu und hinein in den Sitz. Fahrgäste einsteigen lassen. Stellen Sie den Bremsschlüssel auf 1. Natürlich. Ja, ich würde sagen, jetzt langsam los. Befreien dürfen wir uns. Wunderbar.
Einen dürfen wir uns noch nicht. Dann bleiben wir erstmal bei 40. So. Weiterhin unter Einfluss. Ich denke mal, dass sich das dann jetzt gleich geben wird. So, nach vorne müssen wir noch quittieren. So, wir befreien dürfen uns immer noch nicht. Dann bleiben wir mal bei 40. Dann haben wir noch eine 1000 Hertz Beeinflussung. Na, ich denke wegen dem Signal da vorne, dass wir danach quittieren müssen auf jeden Fall. IFA. So, dann dürfen wir auch endlich aufschalten. Super. Nee, 36 Kilometer noch bis Bad Oldesloe. Wunderbar. Also ich bin wirklich gespannt auf TSW 3 nächste Woche. Also da freue ich mich schon wirklich sehr drauf, muss ich wirklich sagen. So, 100.
Wunderschöne Gegend hier. Steht der Gegenzug. Jetzt hat er Abfahrt. Sie fahr. So sieht das schon, sieht das doch schon viel schöner aus. So, gut 20 Minuten noch bis Bad Oldesloe. Um Himmels Willen. Bloß keinen Sieferzwang sie kassieren. Das finde ich bei der 112 und 143 immer so gut, dass man die Geschwindigkeit so schön vorwählen kann. Und die Elektronik steuert die dann einfach an. Das ist wirklich richtig komfortables Fahren, muss ich sagen. Also man schaltet die Leistung ja nicht direkt auf. Man wählt eigentlich nur die Geschwindigkeit vor. Und die Elektronik, beziehungsweise die Elektromotoren, steuern dann genau diese Geschwindigkeit an im Nachhinein. Das ist wirklich richtig schön. So, ich denke mal quittierpflichtig, oder? Oder? Ja, wir quittieren einfach.
Ah, ein bisschen wenig KI-Verkehr, aber kann man nichts machen. Wunderschönes Wetter, so mitten am Tag. Ich weiß gar nicht, welche Jahreszeit ist das jetzt? Sommer, Winter, Frühling, Herbst? Man weiß es nicht. So, wo sind wir jetzt? Weiß ich nicht. Kann ich jetzt so schnell auch nicht sehen. Wenn ihr es erkannt habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe es leider nicht gesehen. IFA. Wenn wir noch schneller fahren dürfen als 140. Bin ja mal gespannt, ob ich das ohne Zwang so schaffe diesmal. Aber ich denke schon. Immer schön die Sie verdrücken.
So, noch 20 Kilometer. Dann haben wir das auch geschafft. Sollten wir eigentlich relativ pünktlich schaffen, wenn es nicht mal allzu groß was dazwischen kommt, wie zum Beispiel eine Zwanse. So, gleich 130. So, das haben wir auch geschafft. Viel Regionalverkehr hier. Habe ich einen Fernzug gesehen oder Güterzug. Siefer, Siefer, Siefer.
LZB1 wird wahrscheinlich eh nichts bringen, weil das gar keine LZB-Strecke ist. Ich jetzt mal stark von aus. So, dann wollen wir schon mal auf 90 runter. Ach, scheiße. Oder wir haben einfach eine Zwanze. Ach. Mist, ey. Ob es jetzt noch pünktlich wird, weiß ich nicht. So viel zum Thema keine Zwangsen. Und ich weiß bis jetzt nicht, woran es gelegen hat, dass wir gerade eine Zwangse hatten. Es war doch nicht zum Quittieren da. Jedenfalls habe ich nichts gesehen.
So, 6 Minuten sollen wir dann in Bad Oldesloe sein. Und was schaffen steht in den Sternen. Aber ich bin guter Dinge, dass wir vielleicht wenigstens nicht allzu spät ankommen werden. Aufgrund meiner Zwangse. Die hoffentlich die erste und die letzte war. Hier ist auch ordentlich was los, wie man sieht. Wahnsinn. Was freue ich mich auf TSW 3. Mega. So, dann haben wir es gleich geschafft. Noch sieht's gut aus. 4 Minuten. So, jetzt ist gleich wieder aufpassen gefragt. Also kurz vor Ende kommen wieder sämtliche quittierpflichtige Signale. Und wenn man da nicht auf Zack ist, dann knallt es einem die PCB wieder um die Ohren. Da vorne zum Beispiel. Glaube ich, oder? Erstmal die Ziffer. Glaube ich, sollte jetzt mal langsam anfangen. Langsamer zu werden.
ist immer so eine Sache mit dem Bremsen beim TSW. Das ist echt nicht einfach. So, Türen entriegeln. Wunderbar. Wir sind auf jeden Fall pünktlich da. So viel steht fest. Schauen wir mal, ob wir Gold erhalten. So viel falsch habe ich ja nicht gemacht. So, viel los ist hier auch nicht in Bad Oldesloe. So, jetzt haben wir noch bis 37 warten. Ach, das dauert ja noch ein bisschen. So, was tippt ihr? Haben wir Gold oder nicht? Ich tippe, wir haben Gold. Locker. Ach, wir fahren noch weiter. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, wir fahren. Ich
Was ist denn jetzt los? Wieso fährst du nicht? Los. Hallo? Ah, das kann doch jetzt nicht sein. Gibt's das? Darf doch jetzt nicht wahr sein. Ja, tut mir leid, aber die will nicht mehr. Gar nicht. Na endlich. Meine Güte. War denn das? Entschuldigung, aber das finde ich ein bisschen affig.
Das war jetzt ein bisschen affig. Naja, das werden wir jetzt nicht pünktlich schaffen. Das werden wir es leider nicht mehr pünktlich schaffen. Zwei Minuten? Nee, schaffen wir nicht. Naja, wie weit ist es denn eigentlich dann noch bis Lübeck? Steht keine Zeit dabei, okay.
Na. Reagier doch. Da sind wir schon in Rheinfeld. Könnten wir vielleicht doch sogar noch pünktlich schaffen. Jetzt hier einigermaßen zum Stehen kommen. Bleib doch stehen, Mann. So, da wären wir in Rheinfeld. Leicht übers Ziel hinaus, aber naja, es geht noch. Alle Türen sind offen, es können alle einsteigen. Das ist das Wichtigste. So, auf geht's. Nächste Station, Lübeck.
Mein Gott. Der scheiß Radschlupf. So, noch 11 Kilometer bis zum Ende. Tiefer, natürlich. Warum die Lok da in Bad Oldesloe nicht losgefahren ist, habt ihr da eine Idee? Ich weiß es leider nicht, was ich da falsch gemacht habe. Ich euch leider nicht sehen. Ein etwas ereignisloses Szenario, muss ich sagen. Also schade. Jetzt los. So.
Entschuldigt bitte, dass ich nicht so viel kommentiere diesmal, aber so viel gibt es hier leider nicht zu kommentieren, muss ich ehrlich sagen. Mein Gott. So, das ging ja noch mal gut. Warum soll ich denn in 2 Kilometer wieder auf 160? Das ist doch Blödsinn. Leute, 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 was ein Szenario. Vorne noch mal quittieren.
So, dann haben wir es gleich geschafft. Fahren wir schön mit 40 in den Hauptbahnhof rein. Ich denke, das reicht. Wunderschön. Ach, Zwanse, auch nicht schlecht. Dann bleiben wir halt hier stehen. Ja, das war's mit diesem Szenario. Wir sind stehen geblieben. Hätte ich jetzt nicht mehr mitgerechnet, dass wir jetzt noch eine Zwangse kriegen, aber dem ist dann halt so. Stellen Sie das Führerbremsventil auf Notfall. Stellen Sie den Bremsschlüssel auf aus. Zugbremskraftverstärker für 0%. Stellen Sie den Richtungsschalter auf neutral. Ach, Mann. So. Schalten Sie die Instrumentenbeleuchtung ab. Verlassen Sie den Zug. Okay, aber vorher mache ich hier noch... die Zugsicherungssysteme aus. Geht nicht mehr. Gut. So, wir haben Gold erreicht. Wunderbar. Das ist die Hauptsache. Ich auch einigermaßen pünktlich. 14:36, 14:33, 14:45, 14:45. Ja, wir sind doch pünktlich gewesen. Was will ich denn? Ja, das war's mit diesem Szenario und mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ihr hört mich dann im nächsten Video wieder. Mit Sicherheit wahrscheinlich im TSW3 Video. Bis dahin. Ciao, Servus und Tschüss. Einen schönen Sonntag noch und eine schöne Woche. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Dennis Spieters. Macht's gut. Bye, bye.